Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren beim letzten Mal weiter auf Erkundungstour im Polizeirevier. Haben schon unseren ersten Schlüssel quasi fertig. Und genau, haben eine Munitions-AWUT hier, die ist schon ein bisschen krasser als bei Leon. Aber im Prinzip haben wir noch nichts verloren. Und wir sind weiter auf Erkundungstour. Okay. Dann würde ich sagen, lesen wir doch direkt mal den Einsatzbericht Nummer 2. Einsatzbericht, 28. September. Frühmorgens, 2.30 Uhr. Zombies haben den OP überrannt und es gab ein weiteres Gefecht. Oh mein Gott. Im Keller, glaube ich, ne? Ja, im Keller. Wir haben 4 weitere Leute verloren, darunter auf David. Wir sind jetzt nur noch zu viert. Wir haben die Waffenverstecke nicht gefunden und unsere Chancen zu überleben sinken allmählich. Wir können nicht mehr lange durchhalten. Ach, die armen Leute, ey. Ja, die können sich halt nicht wehren. Weil der blöde Polizeichef die ganzen Munition versteckt hat. Gut. Wir haben uns auf den Versuch geeinigt, durch die Kanalisation zu fliehen. Es gibt einen Weg unten aus dem Revier direkt zum Klärwerk. Dort sollten wir in die Abwasserkanäle hinuntergelangen. Keine gute Idee. Der einzige Nachteil, es gibt keine Garantie, dass das Klärwerk sicher ist. Ja, hab ich ja gesagt. Wir wissen, dass unsere Chancen in der Kanalisation gering sind, aber alles ist besser, als hier einfach nur auf den Tod zu warten. Um uns etwas mehr Zeit zu verschaffen, haben wir die einzige Türe blockiert, die in den Untergrund führt. Vom östlichen Büro aus. Mhm. Ihr habt also den einzigen Fluchtweg blockiert. War das so intelligent? Ich weiß es nicht. Na gut, wir haben den Schlüssel im westlichen Büro versteckt, da es unwahrscheinlich ist, dass es eines dieser Wesen genug Intelligenz besitzt, um ihn zu finden und die Türe wieder zu öffnen. Ich hoffe, dass dieser Einsatzbericht demjenigen hilft, der ihn findet, wer immer das auch sein mag. Bericht von Elliot Edward. Ja, krass. Also in der Situation möchte ich nicht stecken, wo die Kollegen drinne waren. Also das ist schon echt übel. So, wir haben hier diese Dunkelkammer, ne? Haben wir hier irgendwas? Haben wir hier irgendwas, Claire, für dich? Ich glaube nicht. Hier kann ich Filme entwickeln. Doch, irgendwann kriegen wir wahrscheinlich einen Film auch bei dir. Ja, krass, ne? Also, das ist ja auch noch gar nicht so lange her, die ganze Geschichte hier mit den Leuten. Ja, wie gesagt, also, ich würde mich einfach irgendwo verstecken und auf Hilfe warten, glaube ich. In dieser Situation. Ja, gut, okay. Freunde, es ist soweit. Wir gehen nach oben wieder. Weil hier unten haben wir, glaube ich, alles, ne? Ja, der Raum da, aber der ist ja zu, oder? Ist der nicht zu? Doch, der Raum ist zu. Dann gehen wir jetzt im Prinzip auf die andere Seite nach oben. Bin ich doch mal gespannt, was da auf uns wartet. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Muni. Das heißt, Zombies können kommen, kein Thema. Oh, wieder diese Mucke hier, ey, diese gruselige. Aber den Bereich kennen wir ja, ne? Mit dem Schieberätselchen, genau. Oh Gott, ich habe irgendwie Schiss, dass der Knauf dreht sich, aber die Türe bewegt sich nicht. Scheinbar von der anderen Seite her versperrt. Okay. Da kommen wir aber auch... Ach! Doch, da kommen wir hin. Ah, okay. Jetzt verstehe ich auch, was das für eine Tür hier ist. Das ist die zugenagelte. Cool. Interessant. Ja, wie gesagt, ich habe hier irgendwie die Befürchtung, dass irgendein Mr. X wieder rauskommt, aber erstmal schieben, Freunde. Erstmal schieben. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid bei Resi 2. Das ist ja wirklich phänomenal, was da an Kommentaren reinflattert. Das ist ja wirklich... Das zeigt mir wirklich, dass auch dieses alte Resi noch guten Anklang findet. Und ja.
Ich nehme das Ganze an einem Samstagmittag auf. Ja. Wie gesagt, ich nehme das Ganze an einem Samstagmittag auf. Draußen ist wieder ein grauer Herbsttag. Was kann man da Besseres machen, als Resi 2 zu spielen, ne? Und das dann auch noch aufzunehmen. Ich hoffe, dass es euch nach wie vor gut geht. Die Erkältungssaison fängt ja wieder an, hier im Oktober. Aber ich bin bis jetzt verschont geblieben, zum Glück. Ich hoffe, dass das so bleibt. Und ja, ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt. Auch in diesen Corona-Zeiten. Plopp. Da ist unser Steinchen runtergefallen. Sehr schön. Der zweite Edelstein. Ach, diese Musik hier, das muss doch nicht sein. Auf dem Halter steht: Der Gott der Sonne und der Gott des Mondes. Wenn ihr Blick auf mir ruht, findet meine Seele endlich Frieden. Deine Seele hat schon Frieden gefunden. So, gibt's hier nochmal Muni? Tatsächlich. Hier gibt's nochmal Muni. Ach, Gott sei Dank. Das wurde beim letzten Mal schon echt knapp, aber zum Glück haben sie uns da keine Zombies mehr serviert in dem einen Raum. Gut, dann haben wir jetzt den roten Edelstein. Wir haben die Muni. Weiter geht's. Und ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt. Gut. Dann. Das Starsbüro. Ach, stimmt ja. Das kommt ja jetzt auch, ne? Da das ja so logisch verknüpft hier ist alles, sollten wir jetzt eigentlich Leon treffen. Schauen wir mal. Das wird jetzt cool. Tatsächlich. Leon, hi. It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. Ganz genau, Chris ist weg, Freunde. Und wir lesen es. Ja, seht ihr, die Szene hatten wir auch beim letzten Mal, aber da hat Leon halt das Tagebuch zuerst gelesen. 8. August. Ich habe heute nochmal mit dem Polizeichef geredet, aber er will mir einfach nicht zuhören. Ich bin sicher, dass Umbrella in diesem Gebäude ihre T-Virus-Forschung betrieben hat. Jeder, der sich damit infiziert, wird in einen Zombie verwandelt. Aber das gesamte Anwesen ging bei der Explosion in die Luft, zusammen mit allen eventuellen Beweisstücken. Und da so viele Leute in dieser Stadt für Umbrella arbeiten, will keiner über den Zwischenfall reden. Langsam gehen mir die Ideen aus. 17. August. Wir erhalten eine Menge komischer Berichte über Monster, die an verschiedenen Stellen der Stadt aufgetaucht sein sollen. Das muss mit Umbrella zusammenhängen. Ja, Chris, du liegst nicht falsch. 24. August. Mit Jills und Barrys Hilfe habe ich endlich wichtige Informationen zu diesem Fall gefunden. Umbrella hat mit Forschungen zu einem neuen Projekt begonnen, dem G-Virus, einer Variante des Original-T-Virus. Haben die denn noch nicht genug Schaden angerichtet? Wir haben darüber geredet und beschlossen, ins Hauptquartier von Umbrella nach Europa zu fliegen. Ich werde meiner Schwester nichts von dieser Reise erzählen, denn das könnte sie in Gefahr bringen. Bitte vergib mir, Claire. Jap, Freunde, Chris und die Stars-Kameraden sind alle in Europa. Chris Tagebuch aufgezeichnet. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Ganz genau, Freunde. Wir haben keinen Grund mehr hier zu bleiben. Im Prinzip daher eigentlich nur noch raus. Sagt er noch. Cool, er sagt die ganze Zeit. Okay. Ja, im Prinzip, ne? Chris ist nicht mehr da, das heißt, ja, wir müssen hier weg.
Verschiedene Geräte und Instrumente. Hier haben sie offenbar Informationen gesammelt. So, in diesem Schrank. Schaut mal. Eine Armbrust. Ja. Mit Claire gibt es eine andere Waffe. Nämlich die Armbrust. Allerdings benutze ich die nicht gerne, weil man damit Scheiße treffen kann. Aber ich glaube, gegen Zombies müssen wir die einsetzen, weil die Munition für die Pistole brauchen wir für die Hunde später. Glaube ich zumindest. Akten über verschiedene Fälle. Nichts, was hilfreich sein könnte. Ja, also wir haben eine Armbrust. Krass. Hier stehen noch ungeöffnete Kartons rum. Sieht aus wie der Schreibtisch eines Neulings von Rebecca. Rebecca Chambers. Ach, ist das schön, wieder hier in dem Stars-Büro zu sein. Zusammen mit Leon hier. Er wartet auch noch auf uns. Das Bild eines jungen Mannes. Ich würde wetten, das ist ihr Freund. Ah, Jill. Hi, Jill. Hä? Der Schreibtisch ist unaufgeräumt und schmutzig. Er spiegelt wahrscheinlich den Charakter seines Besitzers wieder. Was ist das denn jetzt hier für ein Schlüssel? Der Karo-Schlüssel. Was zur... Seit wann... Ach. Mit Claire liegt der Karo-Schlüssel im Stars-Büro. Okay, geformt wie das Karo auf einer Spielkarte. Ach, cool. Ja, das ist der Schreibtisch von deinem Bruder. Claire, unaufgeräumt und schmutzig. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Nichts Verdächtiges oder Ungewöhnliches. Okay. Kriegen wir jetzt hier nochmal ein Easter Egg? Nee, ich glaube nicht. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Verschiedene Trophäen. Auf einer davon steht... Sieger des diesjährigen Schützenwettbewerbs Chris Redfield, dein Bruder. Ah, hier haben wir nochmal das Stars-Bild. Cool, ne? Also mittlerweile kennen wir ja fast alle von denen. Da habe ich ja bei Leon schon erklärt, wer das alles ist. Aber am auffälligsten ist halt der Wesker in der Mitte, ne? Klar. Coole Truppe, auf jeden Fall. So, das Stars-Logo. Hier gibt es nichts, ne? Völlig verwüstet. Jemand muss den Schreibtisch durchwühlt haben. Genau, hier hatten wir ja letztes Mal das Easter Egg mit Leon. Medaillensammlung. Nicht schlecht. Schaut euch das an. Nicht schlecht, der Typ. Auf dem Regal ist nichts Nützliches zu finden. Keine Muni? Schade. Okay, haben wir hier noch einen Schreibtisch? Das ist Barrys Schreibtisch. Das sehen wir nämlich an den Waffen hier. Es scheint eine Replik einer Waffe zu sein. Der Besitzer ist wahrscheinlich ein Sammler. Ganz genau. So. Dann. Haben wir ja alles hier drin. Gehen wir raus. Wow. Oh. Was? Wir kriegen einen Fax. Okay. Verdammt interessant. Was hat es denn jetzt mit dem Fax hier auf sich? Hä? Was? Wieso gehst du denn jetzt raus? Nein, 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 nein. Ich wollte gar nicht hier raus. Oh, schaut mal da. Ein Mädchen. Ja, ein Mädchen. Aber wir müssen leider erstmal nochmal zurück. Ich wollte noch gar nicht hier raus. Ich wollte doch dieses Fax hier lesen, verdammt. Leon, du bist noch da. Du kannst rausgehen und dem Mädchen helfen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist nämlich neu. Staatspolizei, Abteilung für innere Angelegenheiten. Meine Güte, Ermittlungsbericht. Chris Redfield, Polizeidirektion Raccoon City, Abteilung Stars. Laut ihrer Anordnung haben wir eine interne Untersuchung durchgeführt und sind zu den folgenden Ergebnissen gelangt. Erstens. In Bezug auf den G-Virus, der derzeit von der Firma Umbrella entwickelt wird. Bislang ist die sind die Informationen unbestätigt, dass dieser Virus überhaupt existiert. Wir setzen unsere Untersuchungen fort. Zweitens. In Bezug auf Brian Irons, Chef der Polizei von Raccoon City.
Mr. Irons soll im Laufe der letzten 5 Jahre größere Barbeträge als Bestechungsgeld von der Firma Umbrella Inc. enthalten haben. Er war offenbar in die Vertuschung der geheimen Forschung in diesem Anwesen verwickelt. Ja, da sehen wir es mal, ne? Außerdem in andere Vorfälle, an denen Umbrella anscheinend direkt beteiligt war. Mr. Irons ist während seiner Studienzeit an der Universität 2-mal wegen des Verdachts der Vergewaltigung verhaftet worden. Ach, scheiße, was ein krankes Schwein. Naja, als Folge davon wurde er psychiatrisch untersucht, schließlich aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen, wohl auch wegen seiner wirklich herausragenden Leistungen an der Universität. Daher empfehlen wir extreme Vorsicht beim Umgang mit diesem Mann. Jack Hamilton, Leiter der Abteilung für innere Sicherheit bei der Staatspolizei der Vereinigten Staaten von Amerika. Boah. Also das ist schon... Fax an Chris, ja. Das ist schon krass. Heftig. Also der Polizeirevier ist ein ganz übler Kollege. Ja, Leon, ist okay. Das ist ein ganz übler Kollege. Puh. Also Vorsicht bei dem. Und wir haben ja auch einen Frauenschrei gehört beim letzten Mal, ne? Ja. Okay, Zombie, komm her. Ach, wartet mal. Ich werde mal diese Armbrust ausprobieren. Und mal probieren, ob das... Nein! Ach, diese Mist. Diese Armbrust. Ich dachte, man kann die auf den Kopf schießen, aber... Stehst du nochmal auf? Ja, du stehst nochmal auf. Dann schieß da drauf, da. Ich glaube, da musst du einfach in der Nähe bleiben. Genau, neue Waffe, Freunde. Eine Armbrust. Ich glaube, die muss man einfach in der Nähe haben, da, die Gegner. Sonst, wo ist das Mädchen hin? Ein kleiner Lüftungsschacht. Er ist viel zu klein, als dass ein Erwachsener ihn durchpassen könnte. Oh Mann, Freunde, es wird spannend, ey. Also das mit dem Polizeichef, ne? Da merkt man schon, dass der B-Durchgang auf was ganz anderes abzielt. Ach du Scheiße! Das sind mir zu viele. Das sind mir echt zu viele hier. Aber... Kann ich vielleicht erstmal nur einen? Erstmal nur einen? Ja, erstmal nur einen. Sehr gut. Nein, nicht alle! Okay. Näher dran lassen. Und... Da seht ihr das? Die halten nämlich mehrere Schuss aus. Haha, schon aber keine Muni mehr mit dem Ding. Ne? die Armbrust verschießt nämlich Dreiersalven. Habt ihr ja gesehen, ne? Und wir hatten 18 Schuss, das waren 6 Schüsse im Prinzip. Dann müssen wir jetzt doch die normale Wumme nehmen. Okay. Oh Gott. Aber die fallen ja relativ schnell um jetzt. Ah, den hatte ich eben gar nicht getroffen. Okay. Einer von denen lebt noch. Okay. Ja, wie gesagt, Freunde, eine Armbrust. Ist eigentlich ganz cool, die Waffe. Aber... Es ist halt manchmal schwierig, damit zu treffen. Okay, alles klar. Aber wir haben hier zum Glück die Zombies erstmal erledigt, alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Gott sei Dank, ey. Diese Informationen sehen nicht sehr hilfreich aus. Ja, Freunde, genau. Hier, diese Tür hier. Die führt... Diese Türe ist zugenagelt. Sieht nicht so aus, als käme ich hier weiter. Die führt nämlich genau in diesen Gang, wo wir eben waren. Wo der Knauf sich dreht. Ja. Das ist einfach hier. So, hier war Muni. Bei Leon war hier Muni. Hallo. Och nö. Keine Muni hier. Oh, diese Musik, Freunde. Oh Gott. Lad mal nach. Kriegt man noch direkt Gänsehaut, ey. So, okay. Weiter geht's. Gibt's hier irgendwas? Da vorne ist ein Schreibtisch. Schublade verschlossen, dies nicht benutzen.
ist Muni. Sehr schön. Sehr schön. 30 Schuss. Puh, leer. Nicht schlecht. Ja, wie gesagt, also das mit dem Polizeichef. Langsam kriege ich ein bisschen Schiss vor dem Typen, ey. Dass er ein Psychopath sein soll. Wow. Übel. Ah! Wir sind in der Bibliothek angekommen. Ja, und dann haben wir im Prinzip eigentlich auch schon die ganz... Ah ja, wir haben ja den Karo-Schlüssel haben wir ja noch, ne? Das heißt, wir können da weitermachen. Okay. Ihr erinnert euch ja hier, ne? Bei Leon ein Schalter, um das Regal nach rechts oder links zu verschieben. Geht nicht. Genau. Bei Leon hatten wir das ja auch. Ja, dass wir hier ein Rätsel hatten. Da mussten wir einfach diese Regale... Was? Was, was, was? Was so? Ja. Es war so klar, oder? Ach ja, ihr Penner. Es war so klar, dass das nicht lange hält, was Leon da fabriziert hat. Ach ja. Also sind da jetzt in der Ecke auch Zombies. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr hin, oder? So, gut, aber jetzt wissen wir ja, was wir hier in der Bibliothek machen können. Keines dieser Bücher scheint mir hilfreich. Genau, also in dem Gang da hinten sind jetzt Zombies. Ja, toll. Ach, guck mal, rotes Kraut. Na toll, wir sind voll. Verdammt. Verdammt. Wir sind voll. Naja, gut, aber ich meine, da wir voll sind, müssen wir nochmal kurz zur Kiste raus. Runter. Dann sind wir auch gleich schon am Folgenende angekommen. Ja, ja. Ich gehe noch kurz zur Kiste. Wobei, ich gehe auch auf die andere Seite. Habe nochmal ein bisschen Zeit, diese geile Haupthalle hier zu bewundern. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass hier irgendwie immer Mr. X rauskommt, ey. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum. So. Der Weg hier ist nämlich schneller zur Kiste. Alles klar. Da wir da ein rotes Kraut haben, würde... Grünes Kraut, genau. Würde ich das hier... so mischen, genau. Das Feuerzeug kann raus. Moment. So. Gut. Dann haben wir jetzt nämlich wieder unser Kraut. Die Armbrust ist leider leer. Was soll ich mit einer leeren Waffe? Ansonsten passt das ja. Na, dann können wir das zusammenmischen. Gut. Alles klar. Dann sind wir nämlich wieder ein bisschen leerer. Und ja, im Prinzip können wir dann direkt weitermachen hier in der Bibliothek. Meine Güte, also, ihr merkt's, ne, die Story ist echt anders hier bei Claire. Auch wenn die Location zwar die gleiche ist, aber wie gesagt, das wird noch höchst interessant mit dem Polizeichef in der nächsten Folge, denke ich. Alles klar, dann... Das rote Kraut haben wir hier weggeholt. Das heißt, wir müssen hier hoch. Wir müssen hier hoch, genau. Und dann... Viele Bücher auf diesem Regal behandeln das Thema Chemie. Ja, du brauchst kein Chemiebuch, ne? Da gehen wir erstmal noch nicht hin. Da würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal hin. Keines dieser Bücher scheint hilfreich. Und? Jetzt nicht erschrecken? Genau. Ich hab mich trotzdem wieder fast erschrocken. Weil es halt, ja, sehr laut ist, der Effekt. So. Eine Bronzeplatte mit einem Bild drauf. Genau, ne? Da sehen wir das Muster wieder. Und wir haben hier
Der Stromschalter für das Regal. Wollen Sie den Schalter benutzen? Ja, klar. Genau, wir haben ja das Bild gesehen, ne? Und da wir dieses Bild da hatten, müssen wir es einfach nur wieder das Gleiche machen hier. Und zwar die beiden eigentlich einmal nach rechts, oder? Und dann passt das doch schon. Nach rechts. Und das ganz links da auch nach rechts. Dann sollte das doch passen. Nach rechts. So. So. So war das doch. Ha! Genau. Ui. Guckt mal da. Was haben wir denn da jetzt drin? Was ist das denn? Ein Stein. Ein Schlangenstein, Freunde. Ja. Mit Leon hatten wir ja einen Schachstecker. Jetzt haben wir hier diesen Schlangenstein. Ein 15 cm großer Stein mit einer eingeritzten Schlange. Wow. Interessant, ne? Genau, mit Claire kriegen wir nämlich statt dieser Schachstecker kriegen wir Steine. Auch noch ein Unterschied zu Leon. Alles klar, Freunde. Dann würde ich aber sagen, in Anbetracht dessen, dass die Folge schon wieder voll ist, machen wir hier dann hinter dieser Tür beim nächsten Mal weiter. Dann würde ich einfach mal sagen, jo, Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss.